Es ist ja einfach schon wieder passiert. Ganz kurz vorm Release ist das Roster von einem der größten Franchises geleakt worden. Mortal Kombat! Also schauen wir doch mal, ob es euer Main in Mortal Kombat 1 geschafft hat. Die Hauptcharaktere, die bisher schon bestätigt worden sind, seht ihr hier. 90% der beliebtesten Charaktere bekommen wir, wie die Ninjas, Liu Kang, Raiden und die ganzen Chicks. Sogar Tanya, die ihr als überpowertes DLC von MKX kennt, macht ein Comeback. Ansonsten hat mich Raikou sehr überrascht, der vor MK9 eine größere Rolle gespielt hat. Einige Lüstlinge von euch werden sich sehr über die Vampirfrau Nitara freuen. Verrückterweise hat euer Transformers-Crush Megan Fox sowohl Stimme als auch Gesicht für sie bereitgestellt. Sofern euer Main bis jetzt noch nicht dabei ist, nicht ausflippen, vielleicht hat er ja einen Assistenten-Slot bekommen. Hier nochmal alle bekannten Cameos im Überblick. Bestimmt ist euch aufgefallen, dass Kung Lao, Sub-Zero und Scorpion auch hier erneut vertreten sind. 100% was mit den Teamkämpfen in der Story zu tun. Bisher unterm Radar flog die Dämonin Sarina, die erstmals in MK-Tournaments gespielt werden konnte. Sowie der Rebell Darius, der aus dem Order Realm stammt und gleichzeitig übernatürliche Schnelligkeit und Stärke besitzt. Dann erzählt mal in den Kommentaren, auf wen ihr zum Release besonders scharf seid. Und folgt mir natürlich für mehr News zu MK. Mortal Kombat! Mortal Kombat!